Was? Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Soma. Und anscheinend ist der Luma-Link unterbrochen. Es ist eine manuelle Eingabe erforderlich. Ich bin gerade ins Spiel gekommen und der Knopf war schon aktiviert, aus welchen Gründen auch immer. Aber man muss von Hand eingeben, wen man anrufen will. Ich weiß nur nicht genau, wen wir anrufen wollen. Aber ich schätze mal, das hört man hier. Die Frage ist nur, welches Log. Ich nehme mal das letzte. Das letzte vor der großen Evakuierung anscheinend. Ja, komm schon, sag was. Täter. Okay, alles in Ordnung. Es ist anscheinend Täter, zumindest ist das letzte, was ich hier gehört habe. Täter ist 2202. 2202. Hallo Täter, jemand hier? Was? Ausrichtung. Ah. Okay. Okay, ich hab's geschafft. Verbunden. Komm schon. Funktioniert. Sag was. Irgendwas. So viel zum Thema Standort Täter ist online. Okay. Kann ich alle anrufen? Ich muss alle durch anrufen, oder was? 2201. Okay, nicht aufrufbar. Dann 2203. Hier kann ich auch wieder ausrichten. Muss ich alle durch anrufen, wirklich? Das wird... Nee, hier. Und dann hier runter. Tada! Nennt mich den Meister der Kommunikation. Sag was, Lambda. Hey, are you there? Oh, okay, das ist das Richtige. Nein, anscheinend nicht. Ah, doch. Simon, was ist? Hi. Jared, Simon Jared. Hi Simon, I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Nein, absolut nicht. I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? Was, der arbeitet? In Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is also strange. You're telling me. Mit anderen Worten, ich bin Zeitreisender anscheinend. No! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? Okay, zum Glück macht sie mir überhaupt keinen Stress. Okay, anscheinend soll ich gar nichts machen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache die Luke auf und hole mir da unten so einen Anzug. Aber anscheinend nicht. Bin ich tot? Das ist eine wichtige Frage. Bin ich tot, Spiel? Mein Bildschirm ist schwarz. Ich höre wieder was. Das kann ich doch nie im Leben überlebt haben. Komm schon. Ich lebe noch, was? What? Hä? What the hell? How is this possible? Warum kann ich atmen? Was? This is insane. Was bin ich? Bin ich auch ein Roboter? Anscheinend. Und ich kann unter Wasser atmen. Das ist ziemlich cool, aber... Ich höre Atemgeräusche. Was heißt, ich bin ein Mensch anscheinend. Oder doch ein Roboter? Ich weiß es nicht. Wie komme ich hier raus? Ich muss anscheinend... Achso, ich kann hier einfach klettern. Jetzt hier. Hup, los, tu es. Das ist Wasser. Einfach abstoßen, du fliegst ein Stück nach oben. Okay, meine Arme sehen anscheinend immer so aus. Ich habe gedacht, die sind jetzt wieder menschlich, aber... Ich habe anscheinend Alienarme. Das ist jetzt der neueste Trend in der Zukunft. Das ist eigentlich nur ein Pulli und da sind so Kugeln drauf, die leuchten. Das ist der letzte Shit hier im Jahr 2103, was wir anscheinend haben. Das sieht richtig nice aus. Geil. Kann ich mich frei bewegen? Also halbwegs frei. Soll ich den großen oder den kleinen Weg? Ich nehme den kleinen Weg. Das sieht richtig geil aus. Ich habe gerade voll den Bioshock-Vibe. Also Bioshock 2, da konnte man ja teilweise, glaube ich, auch unter Wasser rumlaufen. Okay, ja, ich sehe schon.
Nein, nix Optionen. Nein. Okay, Shuttle nach Lambda. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das sieht einfach nur super aus. Okay. Entschuldigung. Warum gehst du an? Gibt es einen bestimmten Grund? Was ist das denn da? Eine Leuchtqualle? Kann ich dich angrabbeln? Ah, ne, ist eine Lampe. Ich dachte schon, das ist so eine komische Leuchtqualle. Wo zum Teufel soll ich hin? Ich denke nicht, dass eine von diesen... Ich kann heute nicht sprechen. Ich glaube nicht, dass eine von diesen Türen aufgehen wird. Nein, absolut keine Option. Absolut keine Option. Und am Anfang des Satzes verschluckt noch dazu. Was ist denn hier? Da oben ist irgendwas Rotes. Warum gehst du an? Das ist immer noch meine Frage. Warum du gehst an, wenn ich nicht will, dass du angehen? Das sieht richtig, richtig nice aus. Auch wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich eigentlich hin soll. Aber hey, wenigstens sieht es hübsch aus. Dann verlieren wir uns wenigstens mit Stil. Habe ich eine Lampe oder so? Hä? Das war jetzt eigentlich nur ein Witz. Ich wollte mich wieder darüber lustig machen, dass ich keine Taschenlampe habe. Ich drücke F und sie geht an. Warum habe ich eine Taschenlampe? Okay. Das Spiel speichert. Soll ich hier weiter? Warte. Halt. Wenn ich schon mal hier draußen bin und ausnahmsweise mal halbwegs frei rumlaufen kann, dann gehe ich auch mal dahinter und gucke, was da noch ist. Bevor ich jetzt hier einfach weiterlaufe und alles stehen und liegen lasse. Okay, ich mache die Taschenlampe aus. Das blockiert die Sicht eher, als dass es hilft. Was ist denn hier? Was hätte ich denn hier Schönes verpasst? Eine hässliche Aufschrift. Ah, ne. Zeppelin Transport. Hier soll es also Shuttles geben. Anscheinend hier ist aber gar nichts. Okay, hat sich voll gelohnt, zurückzulaufen. Hat sich jetzt richtig, war wirklich die ganze Zeit wert, die wir jetzt dafür gebraucht haben, zurückzulaufen. Das war wirklich 1A. Worth it. Oh, okay. Gut. Anscheinend ist es doch sehr linear. Ich habe gedacht, es gibt vielleicht zwei Wege, wie man an sein Ziel kommt. Aber anscheinend nicht. Okay, dann doch wieder hier hin. Ich hoffe nur, hier unten sind keine Monster. Wenn ich hier unten überleben kann und ich anscheinend die gleiche Sorte Roboter bin, schätze ich mal, wenn ich mir meine Arme angucke, dann ist die Vorstellung nicht allzu fern, dass es hier auch Monster gibt, die hier unten überleben können und die mich jagen werden. Hier kann ich rein anscheinend. Ich dachte gerade, da geht's runter. Was ist das denn? Ah, ne, ist wieder so ein Data-Buffer. Erzähl mir was. Komm in, Data. You better answer me, Strasky. Come on! Amy, where were you? The fields. I had to leave. Is Carl with you? It all went to hell. Hold on, Amy. Es ist in die Hose gegangen. Schön übersetzt. We need the power to keep the sites running. So fuck the power! Fuck you, Strasky! The machines killed Carl. Aw, shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Yeah. I think so. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. War's das? Okay. Was mir gerade kommt, ne, nur mal so als Idee, ist die Tatsache, dass wir es nicht entweder nicht nach Theta schaffen werden oder erst am Ende des Spiels oder diese Catherine, hieß sie, glaube ich, am anderen Ende gar nicht mehr lebt und das wieder nur ein Roboter ist, der denkt, er wäre ein Mensch. Okay, wenigstens haben sie hier automatisierte Lichter und es ist verdächtig ruhig. Hier kommt doch gleich was. Hier kommt doch gleich was. Komm schon. Ich habe Interferenzen auf dem Ohr. Ja, Fische, super. Was? Kann ich normal sterben? War da unten gerade? Ah, das ist ein Roboter. Hi. Wie viel Zeit vergangen ist? Du bist ziemlich im Arsch. Was? Zu was zwinge ich dich? Okay. Anscheinend will er mich umbringen. Ich habe gedacht, ich kann jetzt nochmal mit dem sprechen. Ich bin nicht hier. Du kannst mich gerne in Ruhe lassen. Ich kann hier anscheinend nichts machen. Warum genau bin ich dann hergekommen? Da ist eine schöne Lampe. Ich dachte jetzt, ich kann mich normal mit dem Typen unterhalten, aber... Der hat voll was gegen mich. Der hasst mich. Habe ich so ein hässliches Gesicht? Der ist vollkommen durchgeknallt. Übrigens. Der ist absolut keine Bedrohung. Nee, der ist echt absolut unbedrohlich. Ich kann einfach an dem vorbeilaufen. Ich hätte auch einfach wegsprinten können. Okay, ist das jetzt schon ein richtiges Monster? Wäre der, dieses komische Hundevieh auch so langsam gewesen? Bitte sag mir nicht, die Monster sind komplett ungefährlich. Das würde so ein bisschen Spannung rausnehmen, so ein bisschen viel. Und das war's, an dem Vieh vorbei. Okay, Spiel, was ist das denn da?
Ach, du bist auch so ein Ding. Du bist eingesperrt. Ich helfe dir mal. Okay. Hi. Bist du lieb oder hast du auch was gegen mich? Du hast ein Geschütz. Aha. Du bist lieb. Was machst du? Was ist deine Aufgabe hier, Roboter? Sprich! Was ist dein Job? Anscheinend sinnlos in der Gegend rumfliegen. Das ist super. Hier ist wieder Upsilon. Oder soll ich ihm nach? Ich folge dir ja schon. Komm, geh voraus. Komm schon. Ich folge dir nach. Wohin auch immer du fliegst. Du bist so unfassbar langsam. Nee, du kannst mich mal. Du bist so unfassbar langsam. Da sprinte ich lieber. Okay, ich weiß nicht genau, was mir das gebracht hat. Wird. Bist du ein Wartungsbot? Warum fliegst du mir hinterher? Was genau tust du? Der hat absolut keine Ahnung, was er tut, oder? Bist du die erste Prototypenversion von jemandem, der vielleicht was drauf hat? Warum fliegst du mir nach? Ist es, weil ich dich gerettet habe? Ich habe Interferenzen auf dem Bild. Ich weiß nicht genau, was ich hier tun soll. Kannst du das reparieren? Das Ding steht still. Kannst du das fixen für mich? Ich kann ihn nicht mal anklicken. Nee, der fliegt einfach im Kreis. Okay, ganz toll. Super. Ich habe einen Companion anscheinend, der irgendwie süß aussieht, aber irgendwie nicht allzu viel bringt. Noch nicht. Vielleicht kommt das noch. Warum habe ich hier Interferenzen? Warum? Ist hier wieder ein Monster? Warum habe ich hier Interferenzen? Mein Bild glitscht. Ach, weil hier was drin... Da oben ist was. Das ist es. Okay, cool. Komm, Kleiner, wir gehen irgendwo hin. Ich weiß nicht genau, wo ich hin muss. Ich habe auch nicht mal eine Karte oder so. Ich bin verwirrt. So wie immer. Eigentlich. Nein, ich bin immer verwirrt, wenn ich nicht genau weiß, wo ich hin soll und es keinen offensichtlichen Weg gibt. Bei mir sind überall Lampen, aber anscheinend kein Ort. Oder kein offensichtlicher Ort, an den ich soll. Oder ich laufe gerade im Kreis außen rum. Das kann natürlich auch sein. Das ist wieder dieses Upsilon-Ding. Dieses Y-Schild. Wo bin ich? Du bist böse. Du bist böse. Ja, und außerdem nicht allzu intelligent, ne? Okay. Du kannst mich mal, geh weg, geh woanders hin. Was ist das denn hier? Das leuchtet, das muss wichtig sein. Komm schon. Ist das ein besessener Obelisk? Hier ist wieder dieses Zeug aus der Erde. Kannst du was daran machen? Hm? Nee, absolut nicht, ne? Nein, absolut nicht. Okay, gut. Hier wird gespeichert. Was haben wir hier? Shuttle Station Y. Das ist doch gut. Kannst du mal diese Tür aufmachen? Dafür bist du gut. Endlich macht er was. Er schweißt mal die Tür auf. Das ist doch praktisch. Komm schon. Komm schon. Wir brauchen einen Namen für ihn. Wir nennen ihn Bob. Bob öffnet diese Tür. Der braucht Ewigkeiten. Das ist fast so awkward wie in den Star Wars Filmen, wenn sie versuchen, irgendwelche Türen mit Laserschwertern aufzumachen, das einfach Ewigkeiten dauert. Hi, jetzt geht er weg. Okay, danke, wer auch immer du bist. Bob, war schön, dich kennengelernt zu haben. Mach's gut. Wir treffen ihn nochmal, unter Garantie. Der wird wahrscheinlich zu so einer Art Nebencharakter. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt nur einmal treffen, dann ist er weg. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Omnitool, aha. Mit Omnitool schwenken. Okay, Zugriff gewährt. Wird das Wasser jetzt abgepumpt, bitte einmal? Tatsache. Okay. Ich frage mich, wie die Pumpen noch funktionieren. Das alles hier steht schon seit Ewigkeiten unter Wasser. Jetzt habe ich endlich eine Lampe. Wenigstens das. Ist sie nur gar nicht laut. Halt die Klappe. Das Spiel hängt. Jetzt. Okay. Tür. Let's hope the shuttle still work. Tür. Jetzt geht sie auf. Das ist ganz toll. Es ist zum Glück gar nicht unheimlich oder dunkel. Ihre Taschenlampe können Sie mit F an- und ausschalten. Ach, jetzt hätte ich den Hinweis gekriegt, ja? Jetzt hätte ich den Hinweis gekriegt, dass ich eine Taschenlampe habe. Ich habe es schon früher gefunden. Ich bin besser als du, Spiel. Hier ist wieder ein Data-Buffer. Erzähl mir was. Jackie? Come in, Theta. What? I can't. Where are you now? Jackie! Was? I'm at the shuttle. It's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you.
Don't worry, I'll fix it. Somehow. Okay, wir folgen anscheinend den Fußstapfen von dieser komischen Amy, die auch versucht hat, hier rauszukommen. Aber die war nicht ganz so erfolgreich, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob wir sie noch irgendwo finden. Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Hier ist eine Healing Station, die ich eigentlich absolut nicht brauche. Aber okay, ich nehme sie trotzdem. So, bitte einmal hier den Hintern berühren. Jetzt habe ich auch komische Hände. Es hat mich gebissen! Jesus Christ! What the hell? Du hast mich gebissen! Wahrscheinlich, weil ich jetzt so komische Arme habe, ne? Hier ist irgendwas. Zu wenig Strom. Super Anzeige, danke. Ja, okay, ich hab's verstanden. Wir brauchen mehr Strom. Okay, ganz tolle Anzeige. Weißt du, du machst so einen Kasten auf, fragst dich, was das Problem ist. Da ist eine praktische Anzeige. Zu wenig Strom. Okay, warum funktioniert die Anzeige dann noch, frage ich mich. Aber das ist ja nicht meine Angelegenheit. Logik in Spielen sollte nicht in Frage gestellt werden. Soll ich da rein, wirklich? Oh mein Gott, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Okay. Das ist Amnesia-Style. Dunkle Tunnel. Soweit, so gut. Achso. Hier kommt man einfach um den Einsturz rum. Das ist ja praktisch. Wer hat denn das gegraben? Achso, es ist nur das Zeug, was hier runterläuft. Was ist das? Ist das dieses Strukturgel? Ich dachte immer, diese komischen Fortsätze auf Boden sind Strukturgel. Aber das hier könnte auch Strukturgel sein. Besonders wegen seiner geligen Konsistenz. Okay. Hier kommt doch garantiert noch irgendwas. Kannst mir nicht erzählen. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich jetzt hier durchlaufe, ohne dass was passiert. War da gerade ein Licht? War da gerade das Monster wieder? Nein. Hier ist einfach nur ein Wartungsräumchen. Oh. Bro? Ist das da eine Roboterlunge? Ist zum Glück gar nicht verstörend. Okay, den muss ich anscheinend ausstöpseln, um den Strom wiederherzustellen. Kumpel? Hey. Oder Kumpeline? Was? Nochmal? Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Okay, anscheinend ist sie schon tot, nur das Ding hält sie am Leben. Mit dieser komischen Roboterlunge oder was das sein soll. Das heißt, wenn ich sie jetzt ausstöpsle, dann müsste ich ihr ja eigentlich helfen, weil ich sie erlöse. Richtig, richtig. Ich versuche mich selbst zu rechtfertigen. Das ist gut. Dann schätze ich ziehe den Stecker. Du sagtest doch. Du sagtest doch, du willst sterben. Es tut mir leid, aber es gibt kein Zuhause mehr. Oh. Heißt das, ich könnte sie jetzt hier lassen? Weil das Ding ist nicht mehr gestört. Da steht zwar Stromversorgung instabil, aber Grundsysteme und Gleise sind an. Heißt das, ich könnte sie hier lassen und gehen? Nee, das kann ich nicht mit ansehen. Ich stöpsel sie aus. Ist, glaub, besser so. Ist doch besser so, jetzt mal ganz ehrlich. Was zum Teufel geht hier ab? Irgendwelche Maschinen, die Menschen künstlich... jetzt fängt das Ding an zu bluten. Irgendwelche Maschinen, die Menschen künstlich am Leben halten, weil sie nicht sterben lassen wollen. Die Frau war anscheinend schon klinisch tot, aber irgendwas hat sie am Leben gehalten. Also dieses Ding hat sie am Leben gehalten. Okay, was zum Teufel. Ich weiß nicht, war es die richtige Entscheidung? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das Spiel so komplex ist. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere Überraschung. Okay, ich gehe mal zurück. Jetzt müsste es reichen, um den Strom da anzuschalten und weiterzukommen. Richtig? Richtig. Okay. Ich hoffe, dass wir den kleinen Kerl wiedersehen. Ich fand den irgendwie gut. Er war zwar nicht allzu hilfreich, aber er hat mir die Tür aufgemacht. Das ist doch schon mal... Hey, das ist doch schon mal 1A. Okay, Strom aus. Strom an. Danke. Danke, Anzeige. Ist zum Glück gar nicht hörbar, dass ich gerade den Strom aktiviert habe. Okay. Shuttle Link. Shuttle blablabla. Täter. Shuttle Nummer 6 nach Täter. Okay, hier komme ich nicht rein. Das heißt... Achso. Ich kann jetzt einfach... Okay. Das heißt... Wenn ich jetzt auf 6 drücke da drin, müsste ich nach Theta kommen. Ich check das lieber doppelt und dreifach. Theta also. Schickes Shuttle. Sieht jetzt nicht unbedingt so sicher aus, aber okay, ich nehm's. Was haben wir hier? Pathos 2, flutbare Luftschleuse, Reparaturset, Duplexpumpe 2-mal, ein Mehrzweckreiniger, 5 Ventilpakete, 10 Dichtungsringe, ein Schlagschrauber, 4 flexible Rohre. Muss ich das noch finden? Ich habe das Gefühl, das muss ich noch suchen. Guck dir mal das Leder an. So richtig abgespacktes Arschleder. Okay, ich setz mich mal. Ja. Und...
Und wo muss ich? Ich kann hier Knöpfe ziehen und drücken. Ich stecke das Omnitool da rein. Okay, J6, das müsste nach Theta gehen. In Bereitschaft. Das heißt, wenn ich jetzt... Ah, ich kann aufstehen. Wenn ich jetzt den hier... Oh, das ist ja cool. Okay. Wir initiieren die Startsequenz. Strom aktiviert. Triebwerke aktiviert. Licht aktiviert. Was auch immer. Los! Okay, los! Zulu, bringen Sie uns auf Warp-Geschwindigkeit. Ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, wir schießen jetzt davon. Okay, ich will nach Theta bitte einmal. Zielort bestimmt Theta, ja. Abfahrt Theta. Ja, war endlich. Ist ja für die ganz bescheuerten Leute hier ausgelegt. Wollen Sie nach Theta? Ja. Wollen Sie wirklich nach Theta? Ja, fahr jetzt. Ich muss zur Arbeit. So in die Richtung sah es wahrscheinlich damals aus, als hier noch alles funktioniert hat. Und so schnell ist das jetzt auch nicht. Wir sind unter der Erde, unter Wasser, wie Sterne. Die Omega-Weltraumkanone. Das hat voll was von Bioshock, ne? Von der Einführung am Anfang, wo Andrew Ryan einem erzählt, was abgeht. Okay, die haben hier unten anscheinend eine riesige Weltraumkanone, mit der sie Satelliten und Raumschiffe ins Weltall schießen können. Gleichzeitig erforschen sie hier unten das Meer. Das ist soweit gar nicht schlecht. Das klingt mir nach einer schönen Warnung, Gleis blockiert. Och nö! Ja, wir ein Gleis. Toll. Okay, ich sag dir doch, wir kommen nicht einfach so nach Theta, als ob es so einfach wäre. Einfach in den Bus einsteigen und hinfahren ist nicht. Jetzt habe ich den Satz vergessen, den ich beenden wollte, als wir ein Gleis sind. Mist. Eine respektable Firma, wollte ich sagen. So, sowas in die Richtung zumindest. Aktivierung der Notfallbremsen. Nein, wirklich. So, hat super funktioniert. Wir sind voll gegen die Wand geknallt. Ich gehe. Ich will mein Omnitool wieder. Ich gehe. Was ist das denn? Ah, ist der gleiche Zettel wie vorhin. Okay. Wo ist mein Notausgang? Muss doch irgendwo einen Notausgang geben. Irgendwo hier muss es doch sowas wie einen Notausgang... Ah! Emergency Exit! Boom! Okay. Voll episch, das Ding vorne weggesprengt. Okay. Wir sind anscheinend irgendwie auf dem Weg nach Theta, so halber zumindest. Aber hier ist ziemlich was los gewesen. Was ist denn hier passiert? Hat der irgendwas gesprengt oder... Was zum Teufel? Ich kann nicht Chinesisch lesen. Ich würde gerne wissen, was da steht, aber ich kann das nicht lesen. Okay. Habe ich davon irgendwas gesehen? Was bimmelt denn da? Hallo, hier bei Schmidt, wir kaufen keine Kekse. Simon, ja, ich hatte einen Unfall dahin. Ist das du? Ich war auf meinem Weg, aber dann der Shuttle-Train, es fucking crashed. Are you alright? The system says the section is sealed for suspected hull breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you're really out of place, aren't you? Ach nee. Look, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just keep going. How close? Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. Na super. What you need to find is your section's maintenance hatch. It'll lead outside. Maintenance hatch. No problem. Wenn es nur immer so einfach wäre, dass man geradeaus laufen könnte. Okay, es scheint aber so, als wäre... Darf ich hier raus? Okay, es scheint so, als ob Theta der letzte Ort wäre, wo noch alles zumindest halbwegs okay ist. Alle anderen Sektionen sind anscheinend zur Hölle gefahren. Und das Spiel ist richtig gut. Ich muss das nur gerade mal loswerden, das ist richtig gut gemacht. Da ist ein bisschen mehr Tempo drin als in Amnesia. Und trotzdem ist es gruselig. Also nicht wirklich gruselig, aber atmosphärisch. Man muss da schon so eine klare Grenze ziehen. Hier ist wieder so ein Alien-Hinterteil. Beiß mich! Ich füttere dich! Beiß mich! Ja! Das schmeckt dir! Jetzt lass mich los. Das ist irgendwie ekelhaft. Okay. So.
Habe ich da irgendwas Neues am Arm? Ja. Die Tatsache, dass es mich gebissen hat, tut nicht mehr weh. Das ist super. Jetzt ist nur die Frage... Wie komme ich hier raus? Ich glaube, es tut nicht mehr weh, weil er inzwischen zu einem von den Dingern geworden ist. Fragezeichen kann sein. Was genau mache ich jetzt? Hier ist so ein Fluss. Soll ich dem Fluss nach? Ich habe gedacht, ich kann jetzt einfach da rauslaufen, aber anscheinend... Hä? Ich bin, gelinde gesagt, etwas verwirrt. Aber es hieß, ich soll die Wartungsklappe finden. Die bringt mich nach draußen. Wo ist die Wartungsklappe? Hier ist das Shuttle. Das bringt mir gar nichts. Habe ich was verpasst? Ich muss an die Decke gucken, glaube ich, oder? Wo könnten in dem Tunnel unter der Erde oder unter Wasser zumindest Wartungsklappen sein? An der Decke. Aber das da vorne ist doch wahrscheinlich die Wartungsklappe. Ah, nee. Oh. Das da vorne ist der Tunnelabschluss für die nächste Sektion, weil die überflutet ist. Das hier ist die Wartungsklappe. Wenn ich das Ding jetzt ziehe, dann knallt's. Da ist Wasser drin. Oder auch nicht. Stellt euch mal vor, wo ich das gerade hier sehe. Stellt euch vor, ihr seid ein Arbeiter, ne? Und ihr kommt da gerade von der Leiter. Ihr habt gerade Schichtende, war ein langer Tag. Ihr kommt hier raus und denkt euch nichts Böses. Lauft auf die Gleise, da kommt ein Shuttle. Das ist der beschissenste Tag, den ihr hier hattet. Kann ich das Ding zumachen? Wobei, nee, da kann eh keiner mehr entgleisen. Da ist nicht wirklich noch irgendwas übrig, worauf man fahren könnte. Okay, Leiter. Meine Arme sind so merkwürdig. Bitte erschreckt mich nicht an Leitern. Ich hasse es, an Leitern erschreckt zu werden. Das möchte ich nur mal anmerken. Ich hasse es, in Spielen an Leitern erschreckt zu werden. Okay, kann ich das zumachen? Ich habe irgendwie das Bedürfnis, hinter mir alles zu verschließen. Was ist das denn hier? Okay, mit Omnitool schwenken kann ich hier. Sonst irgendwas? Nein? Okay. Okay, jetzt. Zugriff gewährt. Sequenz im Gang. Jetzt werden wir geflutet, oder? Ja. Okay, Luft anhalten. Wobei, nee, du kannst eh unter Wasser atmen. Ich kann das nicht lang. Darf ich hier raus? Also, ich meine, das Spiel lädt. Ach, der benutzt diese Schleusen als Ladebildschirm. Das ist natürlich ein sehr intelligentes Spiel. Okay. Er speichert. Irgendwie hat das jetzt sowas von, wir kommen da raus und haben eine epische Aussicht, oder? Komm schon, lass mich nicht lügen. So halbwegs. Okay. Nee, die. Du stehst mitten im Pazifik oder im Atlantik. Weißt du, wie dreckig groß das Loch ist? Weißt du, wo du stehst? Du stehst so weit unten, dir gibt es nicht mal anständiges Sonnenlicht. So groß kann das Meer nicht sein. Weißt du, wie verdammt groß so ein Meer ist? Das nimmt einen Großteil der Planetenoberfläche ein, du Schlaumeier. Und wir sind in der Zukunft. Wahrscheinlich gibt es da noch mehr davon. Oh, da sind Krabben. Mr. Krabs. Hier, ich habe einen Penny für dich. Nimm mein Geld. Ich kann das Ding sogar rumschieben. Ich bin ein Spielkind. Okay. Ich gehe mal hier hin, wo alles schön erleuchtet ist, wo ich anscheinend auch hin soll. Kann ich... Okay, ich kann auch schneller laufen. Das ist richtig geil gemacht, diese Unterwassersequenzen. Und anscheinend soll ich Lambda finden. Also eigentlich wollen wir nach Theta, aber was? Lambda? Hat sie gesagt, wir sollen nach Lambda oder wir sind nah an Lambda? Ich glaube, Lambda war es, ne? Und wenn ich Lambda sage, muss ich sofort... Was ist das denn da? 350 Meter anscheinend in diese Richtung. Wenn ich Lambda sage, muss ich sofort an Half-Life denken. Ich weiß nicht, wieso. Aber das bin vielleicht nur ich. Okay. 350 Meter diese Richtung, kann doch nicht so schwer sein. Hier ist eine Kurve. Ah, Lambda, genau, Lambda war es. Ich wusste doch, ich bin nicht blöd, noch nicht. So weit sind wir noch nicht gekommen, als dass ich geistig zurückgeblieben wäre. Da ist wieder so ein Ding. Mein Kopf bringt mich noch um. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ist schon schwer, so ein Leben als Roboter, ne? Ist nur schade, dass die Dinge anscheinend absolut keine Bedrohungen sind. Wo sind alle hingegangen? Tot! Aber anscheinend, es kommt mir so vor, als wären das irgendwie Ex-Sicherheitsleute, die in Roboter verwandelt wurden. Ich weiß nicht mal genau, wo das Ding ist. Hätte ihnen nicht vertrauen sollen. Was redest du? Ja, du bist sowas von keine Bedrohung, Kollege. Ja, was macht diesen Lärm? Komm her und find mich, du bist so langsam. Ich kann dir einfach davonlaufen. Habe ich gerade die...
Habe ich gerade ganz kurz die Verfolgungsmusik getriggert. Hat ja super funktioniert für ihn. Ganz toll. Okay, die Monster sind anscheinend keine allzu große Bedrohung. Ich hoffe, das wird noch besser. Weil ich war jetzt so nah an dem dran, ich hätte ihn abschnüffeln können. Hier ist Lambda. Ach, du Heiliger. Ja, funktioniert super. Aber die Tür ist wenigstens ganz. Was ist denn hier? Ein abgestürzter Shuttle, wie es aussieht. Nee, oder so ein crashedes U-Boot oder was auch immer. Das ist verdammt eng. Ich kann das Omni-Tool benutzen. Das Ding ist nicht mehr funktionsfähig. Das kannst du mir nicht erzählen. Das Ding funktioniert nicht mehr. Fehler. Cortex. Ich kann nicht sprechen und da unterbricht mich das Spiel. Cortex-Chip erforderlich. Okay, wir brauchen ein Upgrade für unser Omni-Tool. Das ist super. Übrigens, diese Stange hier, ne, ist ein echtes Sicherheitsrisiko. Stellt euch vor, das Ding funktioniert. Ihr fahrt damit zur Arbeit, ne, eurem privaten Shuttle, das ist der neue Audi hier, und steigt aus und dann, bumm, haut ihr euch den Kopf an der Stange und der Arbeitgeber muss es bezahlen. Das ist nicht nur aus finanzieller Sicht rücksichtslos, sondern auch aus persönlicher. Das ist einfach ein riesen Sicherheitsrisiko. Okay. Lambda also. Auf. Geht das so einfach? Kann ich einfach hier rein? Okay, ich dachte jetzt nicht, dass es so einfach ist. Catherine hängt doch in Täter. Ah, nee, Quatsch. Ich habe Lambda angerufen und da war Catherine. Täter war was anderes. Okay, gut. Omni-Tool. Ich komme durcheinander mit den ganzen Namen. Das geht aber wahrscheinlich jedem so. Okay, hier irgendwo muss Katharine sein. Wir werden wieder abgepumpt. Super. Mach auf. Er lädt wieder. Ah, nee. Jetzt geht's. Okay. Das ist also von Lambda übrig. Hier ist Catherine. Anscheinend. Hier soll alles halbwegs in Ordnung sein. Das halte ich für eine Lüge. Kann ich mir nicht einfach so einen Anzug überstülpen? Nein, musste ich wirklich mutieren, um unter Wasser atmen zu können? Das ist eine hammermäßige Aussicht. Besser hätte man das Fenster einfach nicht hinmachen können. Weil es ist einfach so ein Stein mit ein paar Korallen davor. Ganz, ganz toll. Okay. Wir sind in Lambda und ich schätze, ich glaube nicht, dass wir es diesen Gang runterschaffen oder dass was passiert, aber wir sehen es. Und zwar beim nächsten Mal hier bei Soma. Danke fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Okay, die liegen einfach so in der Gegend rum, die liegen hier in den Mülltonnen. Jetzt geh weg. Die liegen hier in den Mülltonnen verstreut. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück und suche mich sicher. Ich weiß nicht wieso, aber anscheinend tue ich das. Und wenn ich im Lüftungsschacht nur mal schneller wäre, dann wäre das eigentlich ganz toll. Hä? Wo kommst du her?